Der nächste Step, um am Angebot weiterzukommen, dass wir damit so langsam fertig werden, zumindest für die Aufgaben, die ich mir jetzt gestellt hatte, dass was verändert werden, umgebaut werden soll. Der Fender, also beziehungsweise die zwei Klampen im vorderen Bereich, die kommen dran. Der Fender ist schon angeknotet an dem Seil und ja, jetzt brauchen wir nur noch vier Schräubchen, Akkuschrauber und dann kommen die zwei Klampen da rein. Dann ist das auch erledigt. Also bleibt dran. Bis gleich. Die erste Klampe hängt. Dann jetzt im vorderen Bereich. Hier ist ein Ende. Und dann sollte das ganz gut passen, dass wir das Seil vom Fender hier drum wickeln können. Und dann kann der dann hier vorne waagerecht zur Außenseite vor sich hin baumeln. Das gleiche machen wir jetzt hier noch hin. Dann kommt der zweite dran. Und dann sind wir mit der Sache auch schon fertig. So, Nummer 2 ist damit auch fertig. Also dann können wir den vorderen Fender einmal auf die eine Seite oder auf der anderen Seite dran machen. Und bei dem hinteren, da haben wir ja die Karabinerhaken dran. Da passt das auch, wenn wir den einfach hier vorne einhängen. Jetzt hängt er einfach nur so runter. Den zweiten Karabinerhaken einfach dann hier mit dranhängen und das gleiche ist ja auf der anderen Seite auch noch. Dann ist das vernünftig drin. Also wieder was geschafft. Wie man sieht, der Fender hängt an der Klampe und dann haben wir da ein bisschen mehr Schutz für die Bordwand, wenn wir da irgendwo am Steg mal anlegen. Also das ist fertig. Andere Seite habt ihr gesehen, ist auch dran. Und dann können wir den einen Fender einfach rüber wechseln. Da brauchen wir nicht vier Stück, da reichen zwei Stück vollkommen aus. Ja, haben wir da noch so eine Handytasche oder Portemonnaie oder sonst irgendwas. Und da kann man nochmal in dem Netz einen Wobbler oder einen Gummi dran einhängen. Ja, dann sind wir soweit durch. Hier fehlt noch eine Flasche. Hinten sind immer noch die Löcher drin für den E-Motor. Das ist das nächste, was kommen wird. Da wird die Montageplatte vom E-Motor ein bisschen perfektioniert, weil die Schraubverbindungen da einfach nicht richtig gehalten haben. Und das Ganze wird dann mit Bolzen und Muttern befestigt. Ist dann ein bisschen müßiger, das Ganze dran zu schrauben, aber dafür hält es wirklich fest und dann ist das schon in Ordnung so. Echolot kommt da rein. Mal gucken, vielleicht kommt hier doch nochmal ein Routenhalter hin. Das weiß ich aber noch nicht. Da in der Ecke, wo der Fahrradlenker quasi ist auf der Höhe. Dann schaue ich mir dann nochmal an, wenn es soweit ist. Wenn der Geber dann auch drin ist, oder die finale Position vom Geber, die irgendwo hier sein wird, wenn die dann auch dran ist. Ja, aber um das alles zu machen, brauchen wir ein bisschen Platz. Berlin muss weg, die Fahrräder mal ein bisschen zur Seite, dass wir das vernünftig justieren können. Ansonsten sieht das hier alles soweit ganz gut aus. Hier noch so ein Railblazer-Port. Da kommt die GoPro drauf. Da drunter sind noch die Routenhalter. Aber wenn das Ganze einmal komplett fertig ist, dann zeige ich euch das einmal
draußen auch, wenn alles wirklich dran ist und so, wie das dann im Ganzen einmal aussieht hier in der Garage, ist einfach viel zu wenig Platz. Ja. Und das war's jetzt erstmal hier von diesem Teil. Und dann sehen wir uns, wenn die Platte vom E-Motor dran kommt. So sieht's aus. Also, bis später. Jo, der Plan für diese Halteplatte vom E-Motor, weil diese Feststellschrauben an dem Boden nicht so wirklich gehalten haben, weil das Heck abgeschrägt ist, hatte ich diese Variante gehabt, einfach zwei Holzklötze. Die sind jetzt miteinander verschraubt, da kommen hier Bolzen durch. Dann dreht man dann eben kurz mit der Knarre oder mit Schraubenschlüssel zusammen. Das mit dem Holz fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool, aber der Plan war, diese alte Montageplatte vom Echolotgeber zu zersägen, hat ja bis auf die Hälfte auch ganz gut geklappt. Und dann, wie man hier sieht, ist es dann irgendwann auseinandergebrochen und jetzt ist das mehr oder weniger krumm und schief. So sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Also das ist was für die Tonne. Dann bleibt der. Eventuell überlege ich mir noch was. Funktioniert hat das auch. Und ja, das ist das, was es zum E-Motor noch zu sagen gibt. Also, das geht einmal hier. Adios in die Tonne. Also, das bleibt. Und damit ist die Geschichte mit dem E-Motor mit der Montageplatte auch erledigt. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Also die Platte kommt von innen dran. Hier kommt der E-Motor drauf. Die Schrauben kommen dann durch den E-Motor. Und hier auf der Rückseite wird dann eine Mutter dran geschraubt. Ja, und so. Da muss es erstmal so aussehen. Ärgerlich, aber ja, ich denke, das ist das kleinste Übel. Wenn da mal was nicht so picobello aussieht. Der Nutzen ist viel wichtiger. Also hier kommen die Schrauben dann durch. Hier waren ja vorher diese Schraubzwingen, nenne ich sie jetzt mal. Also das Holzbrett kommt hier drunter, Bolzen durch und dann von der anderen Seite wird es dann festgeschraubt. Das hält auch optimal. Könnt ihr mal ein bisschen sauber machen. Ja, und damit sind wir durch mit den Sachen, die auf dem Plan standen. Was jetzt das Boot erstmal betrifft. Das nächste, was dann anfängt, ist das, was sich da unter dem roten Tuch versteckt, der Motor. Da steht ja, der Motorölwechsel an, Zündkerz kommt neu rein. Und ja, das ist jetzt so die nächste Aufgabe. Vorher muss hier ein bisschen aufgeräumt werden, damit wir hier auch ein bisschen Platz haben, um vernünftig an dem Motor zu schrauben. Also, damit, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Like, teilen, abonnieren, bitte nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, haut rein. Ciao.